Christina Frank, schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute zusammensitzen und uns über dich und die Stadt München unterhalten. Schön, dass wir heute die Zeit haben. Danke sehr. Ja, ja. Du bist unter anderem Kommunalreferentin der Landeshauptstadt München. Du bist zuständig in diesem Referat für die Abfallwirtschaft, aber auch für die Markthallen. Wir sitzen ja hier auf dem Viktualienmarkt beim Hochreiter und ein wunderbarer Ort im Herzen von München, der uns beiden, haben wir ja schon erzählt, sehr gut gefällt, wo wir uns wohlfühlen, wo wir einkaufen gehen, Menschen treffen, zum Essen gehen und so weiter. Darüber hinaus bist du aber auch Stadtministerin und du bist hauptberufliche Stadträtin. Genau. Mhm. Neben der Stadtministerin, das werde ich dich nachher vielleicht noch fragen, was das eigentlich genau bedeutet, bist du auch Stadträtin, hauptberufliche. Ja, was hatten wir im März diesen Jahres? Die Wahl zum ersten Bürgermeister. Es ist ja nicht Christina Frank geworden. Ich möchte gar nicht sehr viel mehr darauf eingehen, als aber trotzdem wissen zu wollen, wie ging es dir denn unmittelbar danach? Denn die letzten Tage, Wochen zur Stichwahl waren ja schon Corona-Zeit. Wie ging es dir danach, als alles vorbei war, die Stichwahl zu Ende war? Wie ging es dir als Frau? Wie ging es dir als Mutter? Wie ging es dir als Mensch damit? Ja, der März und die Kommunalwahl im März scheinen schon unglaublich lang her zu sein. Jetzt sitzen wir zusammen und wir haben Anfang September, also eigentlich ist es in Monaten gar nicht wahnsinnig viel. Ja. Aber wenn man so zurückdenkt, dann erscheint es fast wie der Blick in eine andere Zeit. Zum Ende des Wahlkampfs hin, die erste Wahl war am 15. März, die Stichwahl dann am 29. März. Zum Ende des Wahlkampfs hin, zu Anfang März, gab es immer mehr Unsicherheit und Unbehagen in der Bevölkerung. Ja. Das hat man richtig gemerkt. Keiner wusste, was anzufangen mit dem Coronavirus. Was ist es? Woher kommt der? Was macht der mit uns? Und Unsicherheit ist natürlich immer was, was potenziell gegen einen neuen Bewerber spricht und normalerweise immer auf einen Amtsinhaber auch einzahlt. Und für mich persönlich war es ein großer Erfolg, in die Stichwahl gegen einen Amtsinhaber einzuziehen. Das gab es noch nie in der Geschichte. Noch nie musste ein SPD-Oberbürgermeister in die Stichwahl. Es gab auch noch nie eine Frau als Kandidatin. Nicht von der CSU. Von anderen Parteien ja, von der CSU noch nicht. Und das war ein großer Erfolg. Auch diesen grünen Hype, den es ja in München gegeben hat, in der Persönlichkeitswahl, der Oberbürgermeisterwahl zu brechen, das war schon was toll war für mich. Auf der anderen Seite hoffst du an so einem Abend natürlich auf mehr? Ja, natürlich. Du willst natürlich deine Partei mit einem möglichst großen Erfolg auch in die nächste Regierung führen. Ganz klar, dafür gibt man alles. Aber man wünscht sich auch, dass man den Abend anders verbringt. Ja. Man wünscht sich, dass man mit seinen Parteifreunden zusammen ist, in einem gemeinsamen Raum mit vielen Leuten, die entweder dann jubelschreiend ausbrechen können oder dir zumindest auf die Schulter klopfen können. Sind, genau so ist und es. Wir sind zu Hause gehockt, mein Mann und ich, online vor einem Video da waren auch ein paar von den Parteifreunden zugeschaltet und man hat es dann verfolgt und es war, man muss fast sagen, fast absurd. Und so absurd, wie das Ergebnis war, weil wenn Corona 3 Wochen vorher in einer anderen Phase gewesen wäre, dann wäre das Ergebnis völlig anders ausgegangen. So absurd, wie das Ergebnis war, so absurd war auch die Zeit danach für mich. Ja. Weil wir haben uns eigentlich gedacht, danach wird es zumindest mal 1-2 Wochen ein bisschen ruhiger werden. Du kommst zum Durchschnaufen. Ja. Du kommst letztlich von einem Job, den du 100 Stunden in der Woche gemacht hast. Ja. Du hast dein Amt als Kommunalreferentin, das willst du möglichst gut machen. Du hast deinen Wahlkampf, den willst du möglichst gut machen. Dann hast deine Familie, für die willst du möglichst gut da sein und die willst du möglichst viel sehen. Und dann denkst du, 29. März, Stichwahl, das ist mein Marathontor, da laufe ich durch, egal wie es dann am Ende auch ausgeht. Und dann schnaufst du durch. Und das Gegenteil war der Fall. Am 29. März sind wir schon jeden Tag in Krisenstäben gehockt von Seiten der Stadt. Und genauso ging es weiter, eigentlich den kompletten April hindurch. Und es waren ständig neue Aufgaben da. Und dieses Durchschnaufen, die Zeit daheim, die gab es eigentlich nicht. Der wesentliche Unterschied war,
dass man abends nicht mehr auf Abendveranstaltungen gehockt ist, sondern vor den Akten gehockt ja. ist. Ja? Und seinen Job letztlich anders vollbracht hat, als man es davor getan hat. Und die Zeit, die ich so gern auch mit meiner Familie verbracht hätte, die gab es auch da einfach nicht wirklich, weil so viel an zusätzlichen Aufgaben, an neuen Herausforderungen, an Unbekanntem da war, was ich als Kommunalreferentin einfach für München bewerkstelligen musste. Ja. Und das war auf der einen Seite wahrscheinlich aber auch ganz hilfreich. Ich wollte nämlich gerade sagen, also das Schlechte hat ja durchaus auch was Gutes, zu sagen, okay, da wäre ja eventuell doch so ein kleines Loch gekommen, so in der Motivation, vielleicht doch nicht ganz so weit gekommen zu sein, wie du irgendwo gehofft hattest, weil sonst wärst du ja gar nicht angetreten. Ja. Da geht es ja um den persönlichen Ehrgeiz, die persönliche Energie, die man da reinsteckt. Und dann kam aber eigentlich eine noch viel größere Herausforderung, damit umzugehen, wie du es gerade beschreibst. Und schade natürlich, weil es nicht möglich war, aber ja, du stellst dich den Aufgaben. Ich bewundere dich ja dafür. Ich bewundere dich ja dafür mit dieser Intensität und mit diesem Takt, mit dem du das machst. Du hast irgendwann einmal gesagt, du brennst dafür, das macht dir Spaß. Und was ist das Besondere jetzt für dich, dass du sagst, du bist eine Münchnerin, du bist ein Münchner Kindl, du bist aufgewachsen hier. Was teasert dich da so an? Was bemüßigt dich, das zu tun, was du tust? Das ist echt Leidenschaft für meine Stadt. Das ist Leidenschaft, aber auch zu sehen, wo es hakt in der Stadt und die Dinge auch besser zu machen. Mhm. Also nicht nur darüber zu lamentieren und sich zu beklagen und zu sagen, mei, das läuft alles schief und das müsste man besser machen, sondern zumindest versuchen, es besser zu machen. Ja, ja. Ob es am Ende besser wird oder nicht, aber ich denke, nichts zu tun oder depressiv zu werden und zu sagen, mei, das hilft ja eh nichts. Also auch bist du das ja sowieso nicht, kannst du dir auch gar nicht leisten in dieser Position. Aber das ist der richtige Ansatz, denke ich. Also den frischen Wind reinzubringen, hinzuschauen und zu sagen, okay, Leute, aber da gibt es doch eine Möglichkeit und probieren wir es heute und machen wir es heute. Ja, das ist ein bisschen wie ein Weihnachtsgeschenk. Wenn man ganz genau weiß, was man seinem Partner zu Weihnachten schenkt, dann freut man sich ja narrisch drauf, dass das Christkind kommt und man selber wirklich was Tolles unter den Baum legen kann. Ja. Und ein bisschen ähnlich ist es mit den Anliegen von den Münchnerinnen und Münchner, die an einen rangetragen werden. Wenn du dir dann denkst, stimmt, ist mir so noch nie aufgefallen, müssen wir ändern. Und dann schafft man es in kleinen Schritten dahin zu kommen und am Ende ist es geändert. Mhm. Und dann hat man Menschen am Telefon, die so glücklich sind, die so gelöst sind, die sagen, ja Wahnsinn, jetzt nimmt sich einer meiner an. Mhm. Und das ist für mich ein unglaublich motivierendes und befriedigendes Gefühl. Ich kann es anders nicht sagen. Ja, weil es im Allgemeinen ja verloren gegangen ist, dass man sich als Bürger an eine Behörde wendet und darum bittet oder sein Anliegen vorträgt. Und in der Regel ist man sich ja gewöhnt, dass man abblitzt, dass man vertröstet wird, dass man an die andere Abteilung, ja, schauen wir mal. Und wenn du das so erzählst, dann ist es logisch. Dann bringst du den Menschen ja etwas, wie du sagst, etwas unter den Christbaum. Also du bringst ihnen Freude, du bringst ihnen Bestätigung dafür, es hat ja doch was gebracht. Und das ist ja eines der größten Geschenke, das dann zu erleben. Und das motiviert dich vermutlich auch genau darin, das zu tun, was du tust. Sehr. Mutter, wie geht's deinem Sohn? Ich hoffe, ihm geht's blendend. Ich sehe ihn leider nicht so häufig, wie ich ihn gerne sehen wollen würde. Wir sehen uns natürlich immer morgens. Ja. Häufig abends, wenn ich nach Hause komme. Aber das ist wie bei jedem, der berufstätig ist, eingespannt ist. Absolut, das ist bei Papas gleich und bei Mamas gleich. Abends ist es dann häufig doch einmal so, dass ich nach Hause komme und der ist schon im Bett. Der ist zum Glück auch ein echt guter Schläfer, wovon man profitiert. Ja. Aber der geht halt um 7:30 schon ins Bett. Ja, klar. Und da vermisse ich dann schon häufig noch irgendwie schnell mit ihm ratschen zu können, wie sein Tag im Kindergarten war und wie es ihm geht. Aber ich versuche mir dann die Zeit, die ich habe, wirklich zu nehmen. Ja. Nicht aufs Handy zu schauen, für ihn da zu sein, ihm genau zuzuhören, die Dinge mitzumachen, die er jetzt gerade machen mag, auch wenn sie vielleicht nicht genau das sind, was ich jetzt gerade favorisieren würde, die Figuren von seiner Lieblingsserie zu kennen. All diese Dinge, also wirklich Quality Time mit ihm zu verbringen. Also aber Kompliment für diesen unglaublichen Spagat, den ja viele Frauen machen müssen. Aber du in besonderer Weise, weil du eben diese verantwortungsvolle Position inne hast und mit dieser Intention diese Dinge auch machst. Sport, Urlaub, Bergsteigen und so weiter, also alles Dinge, die du gerne gemacht hast,
hoffentlich bald wieder kannst. Und vieles geht mit ihm. Vieles geht mit ihm. Also das, ja, mit ihm schon. Nein, ich meine, insgesamt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil, vieles kommt zu weil uns. Durch Corona natürlich vieles sich nochmal verändert hat und nicht möglich war. Am Anfang, heute wieder eher und so weiter und so weiter. Aber das sind Dinge, die uns Münchner hier in München alle beschäftigen. Und wir reden weiter. Wir reden weiter über die Dinge, die uns beschäftigen. Und ich freue mich jetzt erstmal, dass wir hier sitzen beim Steirer Amphiktualienmarkt, dass wir Brotzeit vor uns stehen haben. Die duftet danke, auch schon danke, hervorragend. Einstein. Und Hunger haben wir auch. Die Zeit ist dazu. Danke, Einstein. Sage ich ebenso. Dankeschön. Danke, ja.